Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören eine Auswahl aus dem Juniheft der RÖFO. Der erste Beitrag stammt aus der Rubrik Brennpunkt. Neue sonografische Normwerte zur Einschätzung der Ventrikelgröße. Eine Studie zur Zerebraldiagnostik bei Neugeborenen aus Radiology im Januar 2012. Die gegenwärtig vorliegenden sonografisch erhobenen Normwerte für die Größe der lateralen Zerebralventrikel von Neugeborenen unterliegen einer erheblichen Variation, was zum Teil durch lang zurückliegende Untersuchungen mit überholten Gerätetechniken bedingt ist. Dies veranlasste die Autoren dazu, prospektiv neue Referenzwerte im Querschnitt für Neu- und Frühgeborene und longitudinal für sehr Frühgeborene zu ermitteln. Sonografische Reihenuntersuchungen zur Einschätzung der lateralen Zerebralventrikel Neugeborener erlauben den Nachweis einer Ventrikulomegalie durch druckbedingte Erweiterung infolge einer intraventrikulären Blutung der Keimmatrix oder einer Ventrikelerweiterung durch periventrikuläre Abnahme der weißen Substanz infolge einer Vakuumentbindung. Sehr Frühgeborene weisen generell ein erhöhtes Risiko für Ventrikelerweiterungen auf. Zuverlässige und millimetergenaue Normwerte sind für die Entscheidung einer sofortigen druckentlastenden Intervention von großer Bedeutung. Sie können dazu beitragen, eine Ventrikulomegalie sicherer zu erkennen. Nach Kenntnis der Autoren liegen aber bisher longitudinale Referenzwerte zur Ermittlung der Ventrikelgröße bei Frühgeborenen im Rahmen von Reihenuntersuchungen nicht vor. Im Zeitraum von Oktober 2005 bis September 2010 konnten 625 Neugeborene berücksichtigt werden, davon 58% männlich, 217 termingerecht und 408 Frühgeborene. Alle wurden zwischen der 24. und 42. Schwangerschaftswoche geboren, im Mittel nach 33,4 Wochen. Innerhalb dieser Spanne konnte jede Schwangerschaftswoche mit mindestens 25 Neugeborenen ausreichend repräsentiert werden. Bei allen Neugeborenen wurde innerhalb von 4 Tagen postpartal eine kraniale Sonografie durchgeführt. Bei 301 termingerechten Neugeborenen und Frühgeborenen konnte die Untersuchung zur Einschätzung der Ventrikelwiedereröffnung innerhalb der ersten Lebenswoche wiederholt werden. Eine Subgruppe von 79 sehr unreifen Frühgeborenen, die vor der 30. Schwangerschaftswoche geboren wurden, erhielt eine weitere kraniale sonografische Untersuchung am ursprünglich errechneten Geburtstermin. Sonografisch vermessen wurden der Ventrikelindex, die Weite des Vorderhorns und die thalamo-okzipitale Distanz. Die resultierenden Querschnittwerte für Ventrikelindex und thalamo-okzipitale Distanz zeigten bei der Untersuchung innerhalb von 4 Tagen postpartal signifikante Anstiege in Abhängigkeit vom Reifegrad Neugeborener, während die Weite des Vorderhorns konstant blieb. Vaginalgeburten waren unabhängig assoziiert mit einer leichten Abnahme der Weite des Vorderhorns kurz nach der Geburt und einer erhöhten Weite des Vorderhorns innerhalb der ersten Lebenswoche. Die Subgruppe der sehr unreifen Frühgeborenen zeigte zum Zeitpunkt des ursprünglich errechneten Geburtstermins im Vergleich zur Gruppe der termingerechten Geburten signifikant vergrößerte Ventrikel. Fazit: In dieser Untersuchung konnten neue Referenzkurven für die Größe der lateralen Zerebralventrikel im Querschnitt bei Neu- und Frühgeborenen sowie longitudinal bei sehr Frühgeborenen ermittelt werden. Nach Meinung der Autoren können hiermit Ventrikelerweiterungen nach Vakuumentbindungen oder posthämorrhagisch sicherer erkannt und früher einer adäquaten Therapie zugeführt werden. Sie hören nun aus der Rubrik Kontrastmittel, den RÖFO-Podcast. Vergleich zweier Kontrastmittel-Applikationsstrategien im Rahmen der Multidetektor-CT-Angiografie der Beckenbeinarterien. Meyer und Mitarbeiter verglichen in ihrer Studie prospektiv 2 Kontrastmittel-Applikationsstrategien im Rahmen der Multidetektor-CT-Angiografie der Beckenbeinarterien. Multidetektor-CT-Angiografie ersetzt immer mehr die digitale Subtraktionsangiografie als Technik der ersten Wahl zur noninvasiven Untersuchung der Beckenbeinarterien. Die diagnostische Genauigkeit ist vergleichbar und die Risiken sind geringer, wenn nicht sogar vermeidbar. Darüber hinaus können größere Bereiche der peripheren Arterienverzweigungen abgebildet und untersucht werden.
Bei der Untersuchung muss der ideale Zeitpunkt zwischen Wirkung des Kontrastmittelbolus sowie der Bildakquisition getroffen werden. Eine schnelle Injektion des Kontrastmittels kann eher dazu führen, dass die Wirkung schneller nachlässt und keine Bilddiagnostik mehr möglich ist, weil der Bolus zeitlich verpasst wurde. Aus diesem Grund bevorzugen einige Diagnostiker ein Untersuchungsprotokoll, das einen höheren Kontrastmittelbolus sowie eine langsamere Messgeschwindigkeit beinhaltet. Ziel der Studie war es daher, einen prospektiven Kontrastmittelvergleich zwischen einem Kompaktbolus-Injektionsprotokoll mit hoher Jodkonzentration sowie einem Standardbolus bei konstanter Gesamtjoddosis durchzuführen. Zu diesem Zweck wurden zwei randomisierte Gruppen mit je 32 Probanden aufgestellt, die eine 40- oder 60-Zeilen-CT-Angiografie der Beckenbeinarterien bei Verdacht auf Vorliegen einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit erhielten. Die Gruppen waren in Körpergröße und Körpergewicht vergleichbar. Das Durchschnittsalter betrug 67 Jahre. Eine Gruppe wurde mit dem Protokoll Kompaktbolus, die Vergleichsgruppe mit dem Standardbolus-Protokoll untersucht. Beim Kompaktbolus betrug die Jodrate 400 Milligramm pro Milliliter, beim Standardbolus 300 Milligramm pro Milliliter. Bei beiden Protokollen wurden je 4 Milliliter pro Sekunde appliziert. Zur Auswertung wurden die Gefäßsegmente für die quantitative Beurteilung der intravasalen Kontrastmitteldichte sowie die qualitative Beurteilung der arteriellen Kontrastierung definiert. In der Durchführung wurde damit die luminale Kontrastdichte gemessen und das arterielle Enhancement auf einer 5-Punkte-Skala bewertet. Ein Überholen des Kontrastmittelbolus wurde dokumentiert. In der Standardbolusgruppe wurden venöse Überlagerungen signifikant häufiger beobachtet als in der Kompaktbolusgruppe. Als Ergebnis hielten die Autoren fest, dass die gemittelte arterielle Kontrastdichte unter Verwendung des Kompaktbolusprotokolls signifikant höher war als in der Standardbolusgruppe. In 7 von 16 arteriellen Segmenten war die arterielle Kontrastdichte ebenfalls signifikant höher. Darüber hinaus wurde in Gefäßen mit hämodynamisch relevanten Stenosen das arterielle Enhancement unter Verwendung des Kompaktbolus-Protokolls im Durchschnitt besser bewertet. Fazit: Im Vergleich zum Standardprotokoll bei gleicher Gesamtjoddosis führte ein kompakter, hochdichter Kontrastmittelbolus zu einer quantitativ und qualitativ höheren Gefäßkontrastierung im Rahmen der Multidetektor-CT-Angiografie der Beckenbeinarterie. Dieses Untersuchungsprotokoll sollte nach Meinung der Autoren daher vorzugsweise eingesetzt werden. Sie hören nun aus der Rubrik Gesundheitspolitik, den Röfo-Podcast. Gesundheitsökonomische Evaluation der Magnetresonanzbildgebung im Staging von Prostatakarzinomen. Stadelbauer und Mitarbeiter analysierten in ihrer Studie anhand eines entscheidungsanalytischen Modells die gesundheitsökonomische Anwendung der MRT im präoperativen Staging des Prostatakarzinoms. Die Prostata ist mit 25% die häufigste Tumorlokalisation und das Prostatakarzinom die sechsthäufigste aller Todesursachen bei Männern in Deutschland und Österreich. Ein möglichst genaues Staging des Prostatakarzinoms ist für die geeignete Therapiewahl und Prognoseerstellung äußerst wichtig. Aufgrund von Fehldiagnosen durch die digitale rektale Untersuchung und der damit verbundenen falschen Therapiewahl kommt es, einer US-amerikanischen Schätzung zufolge, zu Kosten von 1,6 Milliarden Dollar pro Jahr, allein für die Vereinigten Staaten. Im Vergleich zur digitalen rektalen Untersuchung erreicht die Magnetresonanzbildgebung im Staging zum Teil sehr gute Testgüteparameter. Für die Erstellung des entscheidungsanalytischen Modells wurde eine dedizierte Software verwendet, die die Leitlinien für das Management von Patienten mit Prostatakarzinom und für das entscheidungsanalytische Modellieren berücksichtigte. Die Zielpopulation für die Entscheidungsanalyse waren Patienten im Alter von 65 Jahren mit bioptisch gesichertem, nicht metastasiertem Prostatakarzinom. Die Evaluation des Modells erfolgte als Kosten-Nutzen-Analyse aus der Perspektive der Krankenkasse durch Berechnung der entsprechenden Erwartungswerte und Kosten-Nutzen-Verhältnisse. Zur Bestimmung der Testgüteparameter der Magnetresonanzbildgebung im Staging des Prostatakarzinoms wurden 16 Publikationen herangezogen, die ausgewertet und so die Testgütekriterien ermittelt wurden. Die Evaluierung zeigt ein klares Ergebnis.
Die Durchführung einer MRT war vor einer relativ teuren und folgenschweren Therapiemaßnahme wie der radikalen Prostatektomie als zusätzliche diagnostische Maßnahme mit einem Kostenvorteil für die Krankenkasse und auch mit einem Ergebnisvorteil für den Patienten verbunden. Die Kosten pro Patient waren um 2.635 Euro niedriger. Die Strategie mit MRT war fast bei allen Analysen der Strategie ohne MR-Staging überlegen. Nur für den Minimalwert der OP-Kosten war dies nicht der Fall. Für die Anwendungsmöglichkeit der MRT beim Management von Patienten mit Prostatakarzinom kann also anhand der Erkenntnisse aus der Studie eine eindeutige Empfehlung pro Staging mittels MRT abgegeben werden. Fazit: Die Autoren konnten zeigen, dass das entscheidungsanalytische Modell für fast alle Szenarien ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Magnetresonanzbildgebung zum Staging des Prostatakarzinoms darstellte. Durch die stetig steigenden Gesundheitskosten und die immer knapper werdenden Gesundheitsbudgets sind Analysen zur Erforschung gesundheitsökonomischer Zusammenhänge und vorhandener Effizienzdefizite auch auf dem Gebiet der bildgebenden Diagnostik einzufordern. Für Österreich und Deutschland ist in diesem Bereich noch einiger Aufholbedarf feststellbar. Größere Anstrengungen sind diesbezüglich wünschenswert. Sie hören nun aus der Rubrik Übersicht den RÖFO-Podcast. Mechanische Thrombektomie beim akuten Schlaganfall. Die Autoren geben einen Überblick über die mechanischen Ansätze einer intraarteriellen endovaskulären Schlaganfalltherapie und berücksichtigen die jüngsten Entwicklungen um den Stent Retriever. Das Therapieziel des akuten ischämischen Schlaganfalls ist die rasche Rekanalisation der verschlossenen Hirnarterie. Seit 1995 ist die intravenös verabreichte Thrombolyse zur Thrombusauflösung die Therapie des Schlaganfalls, wenn sie innerhalb von 4,5 Stunden nach Infarktbeginn initiiert werden kann. Dennoch können viele Patienten aufgrund des Zeitfensters oder anderer Kontraindikationen nicht mittels intravenös verabreichter Thrombolyse behandelt werden. Generell hängt der Erfolg der Rekanalisation aber von der Größe des verschlossenen Gefäßes ab. Folgende mechanische Ansätze stehen für die Akuttherapie zur Verfügung. Die intraarterielle Thrombolyse wird über einen Mikrokatheter appliziert, der im verschlossenen Hirngefäß direkt vor oder im Thrombus platziert wird. Die Applikation erfolgt über 1 bis 2 Stunden. Da die Gefahr einer intrakraniellen Blutung zunimmt, muss der Rekanalisationsstatus währenddessen bildgesteuert überwacht werden. Das Vorgehen führt innerhalb der ersten 6 Stunden nach Infarktbeginn zu einer signifikanten Verbesserung der Prognose. Die Thromboaspiration ist schnell durchführbar und stellt eine relativ kostengünstige Methode der Thrombusentfernung dar. Hierbei muss ein größerer Katheter in das entsprechende Hirngefäß bis an den Thrombus herangeführt und unter kontinuierlicher Aspiration mit einer großvolumigen Spritze zurückgezogen werden. Dabei sollte kein Blut aspiriert werden. Im Tierversuch ließen sich 70% der Gefäße mit dieser Methode rekanalisieren. Bei der mechanischen Thrombektomie werden Schlingen, Bürstenkörbchen oder zangenförmige Instrumente verwendet, mit denen der Thrombus intraarteriell gefasst und entfernt werden soll. Der Durchbruch erfolgte mit der Einführung des Mercy Retrievers, einem korkenzieherförmigen Draht, der unter Ballonokklusion und gleichzeitiger Aspiration wieder entfernt wird. Die Indikation gilt für Patienten mit Verschlüssen großer Gefäße. Des Weiteren wird die mechanische Thrombektomie eingesetzt, wenn eine Kontraindikation für Thrombolyse vorliegt oder die intravenös verabreichte Thrombolyse fehlschlug. Das Zeitfenster beträgt dabei 8 Stunden nach Infarktbeginn. Das Penumbra-System ist eine Kombination aus mechanischer Thrombusfragmentation und Aspiration, die über einen vor dem Thrombus eingelegten Katheter erfolgt. Der Katheter ist mit einer kontinuierlich absaugenden Pumpe verbunden. Die Methode erzielte gute Rekanalisationsergebnisse, führt jedoch zu einer erhöhten Mortalitätsrate und häufiger zu schweren Behinderungen. Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Verfahren zielen die Ballondilatation und Stentimplantation nicht auf die Thrombusentfernung, sondern auf eine rasche Gefäßrekanalisation ab, wobei der Thrombus an Ort und Stelle verbleibt. Die Stent-Einlage erfordert die sofortige sowie lebenslange Gabe von Thrombozyten-Aggregationshämmern, um eine In-Stent-Thrombose zu verhindern. Daher sollte die dauerhafte Stent-Implantation als Notlösung betrachtet werden, wenn andere Rekanalisationsverfahren versagt haben.
Die Stand Retriever stellen die neueste Entwicklung in der endovaskulären Schlaganfalltherapie dar. Mit ihnen soll die hohe Rekanalisationsrate der Stent-Implantation mit den Fähigkeiten einer mechanischen Thrombusentfernung kombiniert werden. Es handelt sich um selbst expandierende Stents, die auf einem Mikrodraht montiert sind, sodass sie wieder aus dem Gefäßsystem entfernt werden können. Mit dieser Technik lassen sich Rekanalisationsraten von über 90% realisieren. In 70-90% der Fälle gelingt es, den Thrombus aus dem Gefäß zu entfernen. Fazit: Brekenfeld und Mitarbeiter konnten in ihrer Überblicksarbeit zeigen, dass mit der mechanischen Thrombektomie mittels Stent-Retrievern jene akute Schlaganfallpatienten behandelt werden können, die für eine intravenös verabreichte Thrombolyse nicht in Frage kommen oder bei denen es danach zu keiner Rekanalisation gekommen ist. Das Behandlungszeitfenster liegt mit 8 Stunden deutlich über dem der intravenös verabreichten Thrombolyse. Derzeit wird der Einsatz als First-Line-Device in einer prospektiven multizentrischen europäisch-kanadisch-australischen Studie untersucht.